Heute geht es darum, den Ballastkeller unsicher zu machen. Obwohl, ich glaube, unsicher ist er schon. So. Als der Ärger hier... Ich habe... Ja gut, ich habe mit dir gesprochen. Geh mal rein. Ich will hier rein. Ach, du stehst hier vorne deswegen, ne? Jetzt. Ja, ich stand gerade im Weg. Du standst direkt davor, ich kam nicht rein. Sorry. Was ist denn ein Harem? Berate ich nicht. Das war doch, glaube ich, das Ding mit den vielen Frauen, ne? Ja. Das Ding mit den vielen Frauen. Ja. Da kann bestimmt jetzt jemand eine richtig schöne Definition in die Kommentare schreiben. Hier ist Sackgasse. Mein Sack hier ist die Gasse. Wir müssen aber weiter nach unten. Hinab müssen wir hinab. Um die geheime Zuflucht zu finden. Die geliebt gehasste Zuflucht. Geliebt gehasst. Vergöttert. Ein Eindringling. Oh, ein Eindringling. Eine Dünenbestie hier im Palastkeller. Klingt auch gut. Dünenbestie. Die hat sich ja völlig verlaufen. Oder sie hat vergessen, ihren Sand mitzubringen. So durften die ganzen Türen, da kommt man nicht so weit. So, ich laufe mal durch. Ich hoffe mal nicht. Doch nicht, jetzt bin ich durch. Ist auch seltsam, wenn so ein Eindringling im Harem rumläuft. Na, jetzt wird's aber ja. Also, irgendwann ist mal gut. Ach so, okay. Sonst müsste ich das Video in der Alterseinstufung machen, nicht vor dem Tode. Ja, okay. Jetzt nicht durch. Hier geht's weiter. Hier ist die Tür. Da ist eine Tür. Hier geht's weiter. So, Palastkeller Ebene 1. Und weiter auf der Suche. Was haben wir hier? Ein Tölpelträger. Der trägt doch gar niemanden. Na klar, der Tölpel. Ist ein Tölpel nicht was anderes? Ich weiß nicht, was der dort in der Hand hat. Ist also eine große Keule. Vielleicht nennt man das Tölpel. Ein Tölpel ist doch eigentlich eher sowas wie ein Depp. Dachte ich auch. Aber vielleicht ist das auch noch mal was anderes. Vielleicht hat das irgendeine Herleitung oder so. Geht schon runter. Er geht ja hier am laufenden Band. Allerhand am laufenden Band. Oder ist grün auf der anderen Seite. Da könnten nur meine Magier kämpfen, deswegen gehe ich jetzt einfach mal ein Stück weiter. Mach das, ich schmeiß Fallen da durch. Du kannst ja da schon mal ein bisschen für Ordnung sorgen. Ich versteck mich wieder in deiner Knochenrüstung, bleib stehen. Nein, das ist meine Knochenrüstung. Hier, komm her. Ich bin vergiftet. Ich auch. Also ich war es. Ist gerade schon wieder vorbei. Jetzt geht's wieder. Es geht wieder aufwärts mit dem Leben. Ich war nämlich schon in der unteren Hälfte. Das Gift ist schon heftig, heftig. Da ist es wieder, das Gift. So, wo seid ihr gekommen? Da hast du schon auch wieder was? Ah. Was ist denn da? Ich habe die Tür geöffnet, aber da ich schon was Grünes gesehen habe, war mir klar, dass da wohl Giftmagier auf der anderen Seite stehen. Und dann standen auch noch Tölpelträger dazu. Also quasi Schlag und Gift in einem. Ein durchschlagendes Gift. An diese Wortspielchen. Ja. Ich spiele das so gern. Da liegt ein Zombie-Kopf. Den schaue ich mir an. Guckt er zurück? 1 zu Eisengolem, 2 zu Knochengefängnis.
Hier geht's runter. Noch weiter. Die Ebene 3. Jawohl. Ich glaube, hier müsste jetzt das Portal in die geheime Flucht zu... Die geheime Flucht. In die geheime Zuflucht sein. Jetzt habe ich es langsam mal. Oh, ist das schwer. Immer diese Worte. Diese schweren Worte. Dass du noch Zeit hast, dich zu wiegen. Ja. Ich habe ja Zeit, ich kann ja laufen. Immun gegen Blitz, Pestflamme. Ich komme an den nicht ran, da sind wir schon ein Stück weiter gelaufen, ne? Ich hab Ballen da reingefuckt. Du kannst ja machen, weil ich kam da nicht hin und wir können meine Skelette nicht arbeiten. Das ist dann. Meine Skelettmarker, die sind da einfach noch ein bisschen zu schwach dafür. Die habe ich nur so aus schönes Beiwerk. Aus schönes Beiwerk. Oh, genau. Genau so wollte ich das sagen. Schon wieder Champions. Oh. Horror-Champions. Ach hier. Hab ich gar nicht gesehen. An dem ich bei dir vorbeigerannt. Ich hätte es ja gesehen, weil ich wusste, dass meine Skelette hinter mir sind. Also konnten das bloß Gegner sein. Den Regenerationsschein hast du gerade genommen. Ja, den Trank habe ich genommen. Den Schrein, den Trank. Was haben wir denn hier wieder? Dino, wo ist der Champ? Wo ist der Champ? Wie heißt der Champ? Aber da war er gerade. Wo ist er? Ach, der Steingiftdammer. Steingiftdammer. Du bist ja voll der Hammer. Oh, die Skelettbeherrschung kann ich nicht weiter ausbauen. Oh, jetzt geht's ab hier. Ich bin ja voll. Da muss ich mir das erstmal mit der Ruhe später anschauen, was ich dann weitermache. Achso, die Dinger haben auch Grenzen. Du kannst die nur auf eine maximale Stufe bringen. Was ist denn die maximale Stufe? Ich glaube, die ist 20. Und alles, was drüber hinausgeht, ist dann nur möglich durch angelegte Items. Achso. Ja, es geht nicht bis ins Unendliche. Nicht bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Nein, bis zur Grenze und nicht weiter. Ich war noch nie in der Verlegenheit, dass ich da irgendwie hätte mir Gedanken darüber machen müssen. Ja, aber normal levelt, schafft man das im Normal eigentlich schon. Aber du hast da ein bisschen gelevelt, wie du Lust und Laune hattest. Ja. Auf der anderen Seite ist das Portal, wir müssen irgendwie da hinkommen. Wo? Hier und dann hier durch die Tür. Ja. Ach, da nochmal. Und dann hier durch die Tür. Und dann haben wir Gegner. Ich bin gerade durch die Tür gegangen. It's magic. Wen haben wir denn da drin stehen? Irgendwelche Champions wieder. Feuerauge. Feuerauge. Schöner Name. Feuerverzauberung. Ich glaube, jetzt ist die Tür offen. Feuerverzauberung. Extra schnell verzauberte Aura. Feuerverzauberung heißt Boom. Genau das. Ich öffne schon mal das Portal. Ich habe es geöffnet. Oh, ich bin aus Versehen schon durchgegangen. Dann komme ich mit. Ich habe aus Versehen draufgedrückt. Warum hast du es denn schon aufgemacht? Das ist fantastisch. Wenn ich nur Zeit hätte, diese bizarre Dimension zu erforschen. Und hier können wir immer wieder hingehen, weil dieses Portal haben wir ja definitiv. Genau. Genauso wie das nächste, das werden wir auch haben. Und jetzt suchen wir uns eine Richtung aus. Such du aus, meine ist meistens richtig. Aber das mit dieser neuen Grafikkarte, klasse, wie das aussieht. Dann gehen wir mal in die Richtung. Oh, ich habe einen Portalweg gewählt. Sehr schön, ne? Der ist richtig nervig. Wenigstens hast du den ausgewählt, weil ich war hier auch lang gegangen. Aber du hast den ja ausgewählt. Das hast du in meine Gedanken gepflanzt. Du hast Inception betrieben. Ja. Na, oh, diese Geister. Gespenster sind. Gespenster gibt's in der Zuflucht. Manchmal auch in Bonn. Hängt man mal so fest? Oh, was haben wir hier? Champion, weg. Weg. Zurück. Dieser Weg ist doch so breit, dass man auch nah noch vorbeikommt, ne? Ja, hier ist ein blauer und ein gelber. Wahrscheinlich sind die blauen vereist. Entsetzen. Entsetzen, geifert oder verrückt. Das
ist immer wieder geil, wenn die Knochen dort so im Nichts liegen. Hier. Aber wer sagt, dass hier nichts ist? Naja, so. Nur weil es da so aussieht, als wäre da nichts, muss da doch nicht nichts sein. War das jetzt so richtig? Mal hier, wollen wir mal ein bisschen verfluchen, damit es ein bisschen schneller geht. Dum, 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 dum. So, den Helfer. Den hoch. So, nach oben oder nach unten? Kannst du drüben schon mal Fallen setzen? Ja. Die Geister, die kann man nicht auf der Seite noch kalt machen, und die Fallen drüben können dann schon mal vielleicht dieses Tor ein bisschen freiräumen. Weil sonst stehen wir nämlich direkt drin. Mhm. Wenn wir genau da rauskommen. Genau so funktioniert das sehr schön. Das läuft, ne? Sieh, ich gehe mal nach oben. Und das war der falsche Weg. Ich gehe zurück. Aha, ja, bitte, hier ist nämlich. Ich komme nicht. Jetzt. Jetzt gehen wir unten lang. Da kommen wir nämlich hier raus. Und du standst wohl drüben beim Pool? Ja. Du hast die eine Stelle schön freigeräumt, da stand ich genau in der anderen. Die Skelette, als behindern, die Skelettmarke, die anderen Skelette. Boah, ey, kommt her hoch, geh hoch, kommt jetzt her. Das geht so nicht. Ihr sollt arbeiten. Wofür habe ich euch sonst beschworen? Mal sehen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Oder ob wir noch einen zweiten Weg wählen müssen. Was denkst du, ist das der richtige? Ich vermute. Triffst die Entscheidung dann, wenn wir ganz hinten sind? Ich sag jetzt einfach mal. Ich gehe das Risiko ein, es war der richtige Weg. Die Befürchtung habe ich auch. Ich habe selten das Glück, dass es der falsche ist. Ich laufe hier irgendwie gerne lang. Das Schöne ist, man kann ja irgendwann immer wieder lange laufen, wenn man das machen will. Willst du aber nicht, ich weiß. In der Hölle können wir das gerne mal machen. Ah, Hölle, Hölle, Hölle! Also schneller durch den Albtraum durch. Aber es scheint falsch zu sein. Du stehst mir im Weg. Ich stehe im Weg, okay, ich gehe schon weg. Der Weg ist so breit und du stehst mitten in der Mitte. Ja. Wie auf der Autobahn, da fahren die auch immer in der Mitte. Und dann muss man von der rechten Spur auf die linke Spur. Nur um überholen zu können. Weil wir sind anständig. Manchmal. Gegner! Falle! Tod! Immun gegen Blitz und immun gegen Gift. Warum durfte ich keine Kiste öffnen? Weiß ich nicht, weil ich sie schon geöffnet habe. Dödeldepp. Jetzt gehen wir mit dem Portal zurück, ne? Hm? Ein Portal zurück. Willst du das? Mann, wir machen ja komplett seltsame Dinge. Völlig verwirrt. Und dann Mann, ist das komisch. Und dann suchen wir uns, da gehen wir direkt wieder über das Portal dorthin. Jetzt sind wir nämlich wieder im Zentrum. Jetzt gehen wir nach oben. Genau, und jetzt nehmen wir den richtigen Weg. Dieser komische Weg. Ja, der gerade eben. Ach, was soll's, hier sind alle Wege komisch. Ja, außer die gerade sind. Aber die sind trotzdem eng und eckig. Der Ghoulfürst, der Leben stiehlt. Die sind halt teilweise noch schlimmer wie die Portale, ne? Ja, so. Auf der Treppe, da kannst du immer so ganz richtig, so richtig schön festhängen. Ich möchte hier oben die große Truhe. Du kannst sie wenigstens öffnen, ich brauche mal einen Schlüssel dafür. Gelber gehörnter Helm. Gehörnter Helm, oh. Ein Hornhelm. Hörner hoch. Denn diesen Helm hat halt stets die Hörner oben. Außer er schaut nach unten.
Oder macht einen Kopfstand. Dann kommt er nicht mehr zurück, weil er sich selbst mit auf dem Boden aufgespießt hat. Ja, weil er festhängt. Deswegen dieser wichtige Hinweis. Nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn ihr einen Hörnerhelm aufhabt. Und auch so nicht, weil ich glaube, dann wird die Luft langsam knapp mit der Zeit. Und es wird ja auch so sandig im Mund. Könnte den Magen reinigen. Zumindest kratzt der Sand dann bestimmt nicht in der Unterwäsche. Kratzt dann im Hemd, weil du so tief drin steckst. Zumindest geht das eigentlich noch im Leben hier. Weiß ich nicht. Das sieht so aus, als wäre hier keiner mehr da. Ich bin noch da. Von den Skeletten. Achso. Jetzt bist du im Weg. Kannst du mal sehen, wie das ist? Hau. Oh. Geil. Ist ja geil, wa? Tötet doch mal den Ghoul, Fürsten. Naja, ihr Skelettmark, ihr habt wieder Probleme, ne? Ihr steht im Weg. Na gut, haben die Skelettmark Probleme und die Skelette Probleme. Vielleicht haben die so einen starken Beschützer tragen, dass die Marke sich immer vor alle anderen stellen. Das kann immer durchkommen. Das könnte sein, wenn man das Ganze positiv sieht. Aber ich denke eher, die bleiben einfach stehen und wollen schießen. Hey, das war meine Schriftrolle. Stand kein Name drauf. Doch. Nein. Ich habe keinen gelesen. Dann nehme ich eben die, die hier liegt, und den Saphir, der daneben ist. So, ich laufe mal kurz vor, damit die Skelette vorne stehen. Ach, das ist ein Barbarenhelm. Da gehört der Helm ein Barbarenhelm, ja, das ist so. Wusstest du nicht, ne? Nein, sonst hätte ich jetzt nicht so reagiert. Das wusste sie nicht. Menno. Deswegen habe ich überhaupt nicht zielgerichtet danach gegriffen und gesagt, Barbar habe ich nicht. Das hättest du mir doch mal sagen können. Ich dachte doch, du weißt doch. Du weißt doch, dass ich hier nichts weiß. Ich kann mir doch sowas nicht merken. Ich weiß, dass du nichts weißt. Deswegen machen wir alles schwarz. Weil ich mir nichts weiß machen lasse. Genau. Da ist selbst der Kaffee schwarz. Oh Mann, ist jetzt hier ist wieder viel los. Aber sowas von Action pur. Wollen wir mal kontrollieren, ob alle Skelette noch da sind? Nicht, dass ich hier rumlaufe und habe hier mal ein Skelett mitlaufen. Sollte zwar auffallen, wenn plötzlich die ganzen Linien hier nicht mehr rumlaufen, aber... Wenn sie plötzlich durchkommen, weil die Marke nicht mehr da sind. Das sollte auffällig sein. Sollte auffällig sein. Da kommen die angerannt. Die Höllenclan-Mitglieder. Jetzt müssen zwei Skelette vorne alleine kämpfen. Ich habe doch meine Fallen mitgesetzt. Die sind nicht alleine. Ja, ich meine im Nahkampf. Die anderen Skelette können nicht mitmachen. Nee, die Treppe wollte ich jetzt nicht runter. Warum laufe ich eine Treppe runter? Weil ich da hingeklickt habe. Wo sind wir wieder am Ende? Der Gang war also auch falsch. Ja, ich habe mich extra angestrengt. Oh, du machst Sachen. Dann machen wir wieder Portale auf, ne? Warum ist wieder so komisch? Ja. Soll man hier noch? Brauche ich nicht. So. Zurück nach Lutsch. Gulain, sie ist schon unterwegs. Bin schon gleich wieder da, ich bin gleich den nächsten Weg fertig. Na, dann wisst ihr, was so falsch ist, dann wissen wir, was das Richtige ist. So, in welche Richtung gehen wir? Jetzt suchst du wieder aus. Okay, dann wär's jetzt der hier. Wie wär's mit der hier oben links? Den, den wir schon mal hatten, ne? Ja. Die Skelette sind wieder nicht in der Lage zu kämpfen, außer die beiden, die hier vorne stehen. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ich glaube, das ist mal ein Stück weiter.
Alles klar, guck mal, wir kommen noch nicht. Und unten kommt schon wieder den nächsten Gegner. Unpraktisch. Aber zum Glück gibt es deine Fallen. Mhm. Sonst würde hier gar nichts mehr laufen. Und deine Fallen haben es voll drauf. Und dann noch mein Fluch dazu, dann geht's ab. Boah, also dann. Dream, Dream. Wen haben wir denn so? Wen haben wir denn so? Den Höllenclan. Und da kommen Gespenster an. Ach, den Gespenster von links. Ich will hier durchgehen, weg, Höllenclan. Hast du ihn mit deinem Stock Auge ausgestochen? Ja, das sah jetzt aus, dann auch direkt umgefallen. Ja. Habe ich den tatsächlich selbst getötet? Gut, er war repariert. Man könnte sagen, die haben da mal was vorbereitet. Ich laufe mal oben rum. Da kommt das Skelett nämlich vielleicht ein bisschen mit. Damit hier auch ein bisschen was getötet wird von meinen Skeletten. Oh, der Golem, was macht denn der hier vorne? Rennt da vor Geistern weg. Das sind Gespenster, aber sind geil. Ist so ganz blass geworden, hat er ein Gespenst. Oh, der arme Golem. Muss man doch bald mal wieder am Ende sein und wissen, ob es richtig oder falsch war. Ist es dieses Mal der falsche Weg? Sind wir alle falschen Wege abgelaufen? Statistisch, ja? Wenn der Fehler denn auch falsch ist, dann wäre es mal was richtig Neues. Aber das sieht... Das sieht... Keine Ahnung, was aussieht. Ne, wir sind gerade mal in der Mitte angekommen. Das sieht noch nicht nach irgendwas aus. Ich habe jetzt schon gedacht, das könnte ja jetzt klappen. Klack, 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 klappen. Klack, klack, klack. Klackern könnte es. Klackern geht's. Klackern. Da steht jemand im Feuer und der schreit. Wer schreit denn da? Nur wahrscheinlich deine. Dein Schatten oder so. Mein Schatten, ja, der. Dein Schatten kämpft immer. Dein Schatten schreit manchmal. An vorderster Front kämpft er immer mit. Ein guter Schatten, ne? Mhm. Ich bin noch weiter vorne an der Front. Ich bin einfach dran vorbei. Du rennst an der Front vorbei. Bist du dann quasi bei der Vorhut? Jetzt geht's los. Vorhut. Ich bin die Vorhut. So. Was macht denn der Golem hier drüben schon? Ja, der hat sich teleportiert und kämpft sich ein bisschen durch und ist fast tot. Er macht sich nicht mehr lang. Armer Golem. Oh, er gewinnt wieder ein Leben. Ja, er hat sie getötet. Mit Hilfe der Fallen. Ich hab extra drüber was hingesetzt. Und hier war es eh falsch. Ich nehme die Kiste und die Kiste und nimmst die große. Wir haben es tatsächlich geschafft, alle falschen Wege zu nutzen. Ja. Paradebeispiel. Wenigstens einmal was so läuft, wie es laufen soll. Da kriegen wir nicht so ein bisschen Erfahrung, weil wir uns durchmetzeln. Aber jetzt wissen wir auch, was der letzte Weg ist. Ja, dann, also dass das der richtige Weg ist. Was fehlt eigentlich noch? Wir hatten jetzt die Treppen, wir hatten die Geraden. Die Teleporter, was war der letzte Weg? Ich habe keine Ahnung, finden wir es heraus? Ach, das, nee, die Geraden haben wir ja gar nicht. Jetzt kommen die reinen Geraden, hier gibt es gar nichts, glaube ich. Keine Treppen, nichts. Ein Ebener, bitte helfen mich. Ah, ja, ich weiß. Hast du schon gesehen, gut. Hast du erwischt, ja, du hast es erwischt. Ich hab's erwischt. Ein Skelett wäre nochmal gut, also einen Toten brauche ich. Tötet jemanden, damit ich ein Skelett holen kann. Ja, es fehlt wieder eins.
Da ist es. Oder? Skelett ist da. Ah, gut. Kannst du die Falle wieder wechseln? Ne? Was? Nö, ich tue den Todeswächter relativ selten nutzen. Ich könnte ja meinen. Ja, wenn meine Armee voll ist, dann brauche ich ja nicht so viele Leichen. Denn ich habe keine Leichenexplosion da. Ich glaube, ich mal ein Stück da zurück. Komm, jetzt gehen wir durch. Weil der hat mich die ganze Zeit mit Blitzen geschossen. Das hat mir wehgetan. Ach, Menno, der Doofe. Der ist nicht mein Freund. Lass mich in Ruhe. Noch so ein Ding. Dazu noch ein paar Ghule. Das sind keine coolen Ghule. Nee. Deswegen sind sie gleich tot. Ich hoffe, die hoffentlich die Falle auch, ja. Ist auch erwischt. Versuche euch so mal dran zu denken, dann durch ein Feuer hinzusetzen. Sonst würde deine Falle nicht viel bringen. Nein. Sag mal, gar nichts. Da sind wieder ein paar Gespenster. So, ich laufe mal schon nach hinten, dass das Gelände durchkommen. Da fühlt sich jemand jetzt viel, viel stärker. Ist eine Champions oder was dabei? Wie ist es nicht? Hätte sein können, das, weil die Gespenster, die waren immer so hartnäckig. Aber ich meine, Skelette haben auch gerade nicht so gekämpft, wie sie es eigentlich sollen. Eine darkische Sichel. Uns dem Magier. Name vergessen von dem Magier. Willkommen auf. Ist der auch Horazonier, ne? Das weiß ich nicht. Solche Sachen merke ich mir überhaupt gar nicht. Wir müssen Horazons Tagebuch finden. Müssen der Magier jetzt auch so ein Zipplis, der war? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ja, mal guckt am Ende ja dann, glaube ich, im Buch an. Euch Skelette. Geht doch. Sehr schön. Wie wär's denn mal, Maxi Chaotik? Was denn? Meinst du denn? Ich hab versucht, an mir vorbeizukommen. Ach so, das sagst du doch. Hab ich doch. Gesagt, wie wär's denn mal? Ja. Vielsagender Ausdruck. Wie wär's mit uns beiden, ne? Wie wär's mit uns beiden, genau. Wir müssen, glaube ich, nach rechts. Bitte, das ist mir eben rechts. Wenn es der Herr so wünscht. Bitte fahren Sie nach rechts. Wie wär's denn mal? Da ist er. Der Geisterbeschwörer ist es. Er ist einfach bloß Geisterbeschwörer. Oh, mein Kerl hat nicht mal einen Namen. Holy Ghosty Beschwörili. Ich laufe jetzt einfach mal hier hoch und versuche meine Skelette herzubringen. Der ist schon tot. Was? Er war nicht Horazon. Er war ein irregeleiteter Narr, der der wahren Macht kannst zu nahe mal sehen, kam. Wie stark meine Fallen sind. Der war hier nicht. Das Grab von Tal Rasch. Ein Grab ist jetzt das richtige Grab. Genau, das wahre Grab wäre jetzt hier das Viereck. Ob es beim nächsten Mal immer noch so ist, das werden wir sehen. Das kommt darauf an, ob wir direkt weiterspielen oder eine Pause machen. Denn das Zeichen ändert sich dann immer. Zurückkehren. Okay, hier liegt nichts mehr, ne? Gehen wir durch. Dann drehen wir durch? Wir gehen durch. Da habe ich direkt hier das Portal, dann können wir gleich wieder zurück nach Lutschkulain gehen. Schwupp. Das war also die geheime Zuflucht mit allen möglichen Wegen. Und denkt dran, bitte nicht weitersagen, das ist nämlich geheim. Also, und bis zum nächsten Mal. Und mögen die Hörner stets nach oben ragen. Tschüssi.